Die Gesellschaft ist im Wandel. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind die zentralen Themen. Kirchengemeinden gestalten diesen Wandel mit. Wie das ganz konkret aussieht, haben wir uns in 4 evangelischen Gemeinden angeschaut. Wir stehen hier auf der Streuobstwiese unserer Pfarrei, die vor 30 Jahren angelegt wurde. Ein Blühparadies mit alten Obstbaumsorten. Und wir fördern damit auch die Artenvielfalt, also jetzt nicht nur im Blick auf die Pflanzen, sondern natürlich auch für die Insektenwelt, für die Bienen und damit auch wiederum weitergehend für die Vogelwelt. Und das Schöne ist, dass wir die Früchte dieser Bäume dann im Herbst ernten und dann in einer Biomusterei zu Saft verkeltern lassen. Und der Verkauf dieses Saftes, ein großer Erfolg, dient zur Bewirtschaftung dieser Wiese. Insekten und Pflanzen sind nicht die einzigen natürlichen Helfer, die sich die Pfarrei zu Nutzen macht. Sämtliche Dächer der Gemeindehäuser sind mit Photovoltaikanlagen bestückt. Die Photovoltaikanlagen erzeugen Strom, ungefähr 16.000 Kilowattstunden im Jahr, was eine ganze Menge ist. Unsere Anlagen decken nicht nur unseren Stromverbrauch bilanziell, sondern sie rechnen sich auch und sie helfen uns auch einzelne Projekte damit vor Ort finanzieren zu können. In der Umgebung sind viele dem Beispiel der Kirchengemeinde gefolgt. Es gibt alleine in Bechenheim jetzt 45 Solaranlagen. Wofür setzen wir eigentlich unsere Energie ein? Das hat sich die evangelische Kirchengemeinde in Gronau-Zell gefragt. Sie hat sich auf Energiemission begeben und geschaut, wo gespart werden kann. Die Energiemission ist eine Aktion unserer Landeskirche. Beim Klimaschutztag in unserer Gemeinde wurden wir professionell begleitet durch einen Energieberater. Da haben wir ein Energieprogramm für die nächsten 2 Jahre aufgestellt. Wichtig dabei ist, dass regelmäßig die Stände abgelesen werden. Und dann gab es einen großen Maßnahmenkatalog. Zum Beispiel sind wir jetzt dabei, die Beleuchtung unseres Gemeindehauses auf LED umzustellen. Und der Kühlschrank, der wird jetzt nur noch eingeschaltet, wenn er wirklich gebraucht wird. Für die anstehenden Maßnahmen im Rahmen der Energiemission bekommen wir sogar Zuschuss von der Landeskirche. Unter dem Motto Teilen statt selbst kaufen organisiert die Kirchengemeinde auch eine Tauschbörse. Das stärkt die Gemeinschaft und spart Energie und Ressourcen. Das gilt auch für das Fahrrad, sei es beim alljährlichen Stadtradeln als grüne Alternative zum Auto oder sogar zum Taxi. Seniorentaxis ist eine solidäre Aktion, um alten Menschen zu helfen, zur Gemeinde gehen zu können und auch zum Friseur zum Beispiel. Es ist also eine Gruppe von sehr engagierten Menschen, die alten und leicht behinderten Menschen helfen wollen, überall hinkommen zu können. Die Fahrräder selbst wurden aus alten Teilen hergestellt und jeder natürlich, der jetzt Hilfe braucht, kann eine Nummer anrufen und dann können diese eben das in Anspruch nehmen, dass sie hingefahren werden, wo sie es eben brauchen. Für die Petrusgemeinde in Darmstadt sind Umweltfragen und Nachhaltigkeit schon lange ein sehr wichtiges Thema. Es gibt schon viele Jahre einen Nachhaltigkeitsausschuss. Wir haben von dem Projekt gehört, Grüner Hahn im Raum der Kirchen, da bei einem Managementsystem mitzumachen. Da kriegen wir gute Hilfestellungen, gute Vorlagen. Wir kriegen aber auch Kontakt zu anderen Gemeinden, kriegen dadurch Ideen. Schon seit 30 Jahren werden in der Gemeinde von Ehrenamtlichen nahe den Gottesdiensten Kaffee und andere Produkte aus fairem Handel verkauft. Inzwischen nutzen sie auch das ökumenische Einkaufsportal wirkaufenanders.de, um umweltfreundliches Büromaterial einzukaufen. Die bestellten Produkte kommen dann in der umweltfreundlichen Mehrwegbox. Die leere Kiste nimmt der Paketbote das nächste Mal wieder mit und so wird Verpackungsmaterial gespart. Uns war es wichtig, dass wir kleine Schritte tun, wo jeder mitmachen kann. Wir sind mitten in der Stadt, trotzdem haben wir eine tolle Grünfläche. Und so haben wir zum Beispiel uns entschieden, Imker zu fragen, ob sie nicht Bienenvölker hier ansiedeln, sodass wir sogar eigenen Honig haben von den Flächen rund um die Kirche. Wir haben ganz einfache Maßnahmen, Nistkästen aufgehängt für Mauersegler, für Singvögel und für Turmfalken oben in der Nähe der Turmglocken. Und da hat sich tatsächlich schon im ersten Jahr ein Turmfalke angesiedelt. Und wir haben mal mit Biologen das Gelände angeschaut und haben festgestellt, dass es im Prinzip genau richtig ist, dass diese Wiese nicht gegossen wird und nicht gemäht wird, weil das ein sogenannter Magerrasen ist. Und das werden wir jetzt weiterhin so machen, nicht düngen. Nicht bewässern, nur die Bäume ein bisschen und so das, was da ist, fördern. Gesellschaftlicher Wandel fängt im Kleinen an.
Jeder Einzelne kann einen Unterschied machen und mit kleinen Taten Großes bewirken. Sind Sie neugierig geworden? Klimaschutz und Nachhaltigkeit lassen sich einfach umsetzen und machen Spaß. Wenn auch Sie in Ihrer Kirchengemeinde aktiv werden wollen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN beraten Sie gerne.